Der FC Bayern München empfängt am 4. Spieltag der Champions League den AEK Athen. Hier könnt ihr das CL-Spiel des FCB am Mittwoch im Live-Ticker verfolgen. Tagsüber erhaltet ihr hier alle wichtigen Informationen zur Partie zwischen den Bayern und AEK Athen. Ab 20.30 Uhr verpasst ihr in unserem Live-Ticker nichts zum Spielgeschehen, 15.53 Uhr die U19 hat es vorgemacht. Nach einem 0:0 zur Pause gewannen die FCB Youngster mit 2:0 gegen AEK Athen in der Youth League. 14.57 Uhr, bevor die Profiteams gegeneinander antreten, messen sich die A-Jugendmannschaften der Clubs in der UEFA Youth League. Zur Halbzeit steht es noch 0:0, 14.32 Uhr, die Bayern sind bereit für die Champions League-Begegnung. Nachmittag haben die Stars des Rekordmeisters noch eine kurze Einheit zum Anschwitzen vorgenommen. 13.50 Uhr, für die Bayern steht am Wochenende das Spiel gegen den BVB an. Zudem wurden heute von der DFL die Bundesliga-Spieltage 15 bis 21 terminiert. Gegen Hoffenheim müssen die Bayern am Freitagabend ran, gegen Stuttgart am Freitag. Die restlichen Spiele bestreitet der Rekordmeister allesamt an einem Samstag. Vor dem Spiel, Anpfiff des Spiels FC Bayern München gegen AEK Athen ist um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena. FC Bayern München gegen AEK Athen heute Live-TV und Livestream in Deutschland und Österreich wird die Partie nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen wird das Spiel in Deutschland exklusiv auf Sky übertragen. In Österreich zeigt hingegen der ZN, hier geht's zum kostenlosen Probemonat, das Spiel live und exklusiv in voller Länge. So wird das Spiel bei Sky begleitet. Moderator, Sebastian Hellmann, Experten, Lothar Matthäus und Erik Mayer, Gäste, Ewald Lienen und Raphael Buschmann. Außerdem bietet Sky eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfindenden Spielen an. FC Bayern in der Champions League sehen, TV und Livestream, so geht's die und DRZN teilen sich die Rechte für die Champions League-Übertragung seit dieser Saison auf. Während DRZN in der Gruppenphase deutlich mehr Spiele exklusiv zeigt, hat Sky eine Konferenz im Programm. Am Mittwoch sieht die Aufteilung folgendermaßen aus. Spielübertragung der Übertragung ATZSKA Moskau, Roma, 18.55 Uhr, DRZN, DRZN FC Valencia, Young Boys Bern, 18.55 Uhr, DRZN, DRZN FC Bayern, AEK Athen, 21 Uhr, Sky das Juventus Turin, Manchester United, 21 Uhr, das Sky Benfica, Ajax, 21 Uhr, das City, Donetsk, 21 Uhr, das Lyon, Hoffenheim, 21 Uhr, das Pilsen, Real, 21 Uhr, DRZN, DRZN, DRZN ist ein Streamingdienst, den es im deutschsprachigen Raum seit 2016 gibt. Neben der Champions League zeigt DRZN die Europa League und die internationalen Top-Ligen. Außerdem hat DRZN US-Sport, NFL, NHL, NBA, MLB, Tennis, Darts und vieles mehr im Angebot. Eine Mitgliedschaft kostet im Monat 9,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos. Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat. FC Bayern gegen Athen heute live, Tabelle, Constellation. Nach 3 Spieltagen stehen die Bayern in der Gruppe E gemeinsam mit Ajax Amsterdam an der Spitze. Beide Teams haben 7 Punkte auf dem Konto und sind bislang noch ungeschlagen. Das ist die Tabelle E mit dem FC Bayern München. Platz Teamsiege unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Ajax 2105:172, FC Bayern 2105:173, Benfica 1023:534, AEK Athen 003280, FC Bayern vs. AEK Athen, Slowene pfeift FCB. Für die Partie zwischen den FC Bayern und AEK Athen hat die UEFA ein slowenisches Schiedsrichtergespann eingeteilt. Als Referee wird dabei Matej Jug fungieren.
Ihm assistieren zu Nick Widerli, Vincik Kaitasovic und Pospe.